Liebe Brüder und Schwestern, es klingt schon recht paradox, was Jesus da sagt. Was hat das zu bedeuten? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es jedoch verliert, um meinetwillen, wird es gewinnen. Ja, in diesem Wort leuchtet schon dieses Mysterium, dieses Geheimnis des Kreuzes Christi auf. Jesus geht uns mit seinem Beispiel voran. Er gibt zuerst sein Leben hin für uns. Und wir als Getaufte, wir sind aufgefordert, Jesus nachzufolgen, ihm ähnlich zu werden. Nur durch seinen Geist, durch seine Kraft, durch seine Gnade ist es uns möglich, dass auch wir diese Liebe Gottes nachahmen, denn es ist letztlich diese unermessliche Liebe Gottes, die Jesus dazu treibt, Mensch zu werden für uns, in allem uns gleich außer der Sünde, aber auch dieses Kreuz für uns auf sich zu nehmen, diese Schuld der ganzen Welt, die Last unserer Sünden, der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen menschlichen Generationen. Ja, Jesus ist wahrhaftig der Messias, der Retter und Erlöser. Er hat unsere Krankheiten getragen, so heißt es in der Schrift. Er hat unsere Schmerzen, unsere Sünden auf sich geladen. Er nimmt alles Unrecht auf sich. Und nicht nur das, er wird zum Opferlamm, er gibt opfernd sein Leben hin auf eine qualvolle Weise. Sein Tod ist schmerzlicher, qualvoller, schrecklicher als jeder andere Tod. Er geht hinunter in die äußerste Finsternis der Sünde, der Gottverlassenheit. Er nimmt sozusagen alle Gottverlassenheit des Menschen auf sich, die Verlassenheit vom Vater, um uns wieder neu diesen Weg zu öffnen, uns mit dem Vater zu versöhnen, zu verbinden, um eine Brücke zu schlagen vom Tod zum Leben, zu Gott, um selber für uns Weg zu werden. Ja, in Jesus offenbart sich die Torheit des Kreuzes. Torheit ist es. Unsinn, sagen viele Menschen. Was hat es für einen Sinn, für andere zu leiden und zu sterben? Ja, in seiner scheinbaren Ohnmacht, in dieser Ohnmacht Christi, offenbart sich die ganze Macht der Liebe Gottes. Denn Jesus bleibt ja nicht im Tod. Er hat für uns Hölle und Tod besiegt. Er ist für uns auferstanden. Er schenkt uns Anteil an seinem göttlichen Leben. In seinem Tod am Kreuz, da oben öffnet sich schon diese Quelle, von der der Prophet Sacharja in der heutigen Lesung spricht. Dieses Herz Gottes, dieser lebendige Tempel, der Leib Christi wird geöffnet. Aus ihm fließen Blut und Wasser. Es sind die Ströme des Heils, des neuen Lebens. Zu dieser Quelle dürfen wir kommen. Sie wäscht uns rein. Es ist die Quelle der Sündenvergebung des neuen Lebens. Und uns wurde schon dieses neue Gewand geschenkt. In der Taufe haben wir dieses neue Kleid Christi, dieses Kleid der Gnade empfangen. Wir alle sind durch die Taufe, durch seinen Heiligen Geist, durch den Geist Christi, ein Leib geworden. Und so können wir in dieser Gemeinschaft mit Christus, in dieser Einheit im Heiligen Geist, auch füreinander beten, füreinander opfern, füreinander
Sühneopfer sein wie Jesus. Wir können mitwirken durch Jesus am Werk der Erlösung. Ja, der Herr möchte dieses Erlösungswerk fortsetzen durch die Geschichte, durch alle Jahrhunderte in seiner Kirche. Es bleibt präsent. Wir sollen Mitarbeiter sein am Werk der Erlösung. Deswegen lädt der Herr uns ein, ihm nachzufolgen. Auch wir sollen all das, was schwierig ist, was schmerzlich ist, was Last für uns ist, aus Liebe zu ihm auf uns nehmen. Ja, die Kreuze, sie haben verschiedene Gestalt. Sie können ganz unterschiedlich aussehen. Bei manchen Menschen ist es einfach eine Krankheit, ein körperliches Leiden. Aber viele leiden auch in ihrer Seele, in ihrem Geist. Auch das ist Kreuz, Teilhabe am Leiden Christi. Ja, die tägliche Pflichterfüllung, wenn wir täglich unsere Arbeit treu, gewissenhaft tun, auch das ist Anteil am Kreuz Christi, auch das ist Mitarbeit am Werk der Erlösung. Auch so können wir dem Herrn nachfolgen. Ja, auch die ganz kleinen, die unscheinbaren Dinge, die kleinen Mühen und Schwierigkeiten des Alltags, all das, was uns zuwider ist, was uns Selbstüberwindung kostet, auch das möchte der Herr hineinnehmen in sein Opfer. Auch das können wir hineinlegen, ihm zu Füßen legen. Auch damit können wir dem Herrn dienen. All das sollen wir aus Liebe zu ihm und den Mitmenschen auf uns nehmen. Ja, es geht darum, dass wir unseren Egoismus immer mehr überwinden. Das bedeutet sozusagen sterben um Jesu Willen. Es sind oft so ganz kleine Tode, die wir sterben müssen im Alltag, wo wir unser Ich zurücknehmen, wo wir einfach einen Schritt zum Mitmenschen tun, wo wir einfach etwas tun, was uns schwerfällt, was uns Mühe kostet. Ja, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Ja, wir müssen irgendwie unser Leben hingeben, aus Liebe, nicht aus Zwang, nicht aus Angst, sondern aus Liebe in der Freiheit der Kinder Gottes, in der Kraft des Geistes Christi. Um in ihm zu leben, damit Jesus in uns leben kann. Das ist schon der Beginn der Auferstehung. Es ist schon der Beginn dieses ewigen Lebens, das uns Gott schenken möchte. Bitten wir den Herrn noch jetzt, dass er uns neu stärkt mit seiner Gnade, dass er uns neu erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass er in uns aufs Neue dieses Feuer der göttlichen Liebe entzündet, damit wir wirklich alles aus Liebe heraus tun können, für Gott, für die Mitmenschen. Dann werden wir zu einer neuen Schöpfung, dann werden wir Jesus ähnlich, dann werden wir immer tiefer mit ihm verbunden zu einem einzigen, mystischen, geheimnisvollen Leib. Dann werden wir auch untereinander immer mehr eins und Zeugen sein für die Macht Gottes, die aufleuchtet im Kreuz und in der Auferstehung Christi. Amen.